Servus zusammen. Im heutigen Video Teil 2 von unserem Ablegerbecken. Und zwar geht es heute los mit Verrohrung, Loch in den Unterschrank bohren. Und mal schauen, wie weit wir kommen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Video. Mein Name ist Tobi. Seit vielen Jahren begeisterter Terrianer, Aquarianer und Hundebesitzer. Heute Produkttester und immer auf der Suche nach den neuesten Ideen. Durch meine Videos könnt ihr mit mir die Produkte testen und entdecken, sowie aus meinen Erfahrungen, Tipps und Fehlern lernen. Begleitet mich und meine Tiere durch die spannende Tierwelt. Also, wir starten heute mit der Verrohrung. Die Löcher hat ja letztes Mal wirklich einwandfrei geklappt mit Bohren. Und wir haben bei diesem Projekt die gleichen Artikel bestellt wie bei unserem großen XXL Meerwasser-Aquarium zum Verrohren. Mit dem Material sind wir eigentlich extrem schon zufrieden gewesen. Und deswegen habe ich gesagt, warum nicht, da ist günstig und gut. Da werde ich auf jeden Fall nochmal bestellen. Die Teile sind heute angekommen. Und zwar Absperrhähne einige, auf das wollte ich hinaus. Denn wir machen das Becken ja so, dass wir es theoretisch separat laufen lassen können. Das heißt, dass wir es komplett vom System abschotten können, um eben eine Quarantänestation für die Korallen zu machen. Falls wir mal Import haben oder wie auch immer, man weiß nie. Ist immer besser, man hat es, als wie man hat das Ganze nicht. Wir werden das Ganze mit den ganz normalen ABS-Rohren verbinden, gleich wie beim großen Becken. Und als Pumpe werden wir verwenden für Duplamarin, muss ich selber schauen. Und zwar der Silent Pump SPP 2000. Der sollte auf jeden Fall auslangen, da wir ja nur ein kleines Becken umwälzen müssen und auch kleinere Rohre verwenden, sollte das Ganze einwandfrei funktionieren. So, was ich letztes Mal im Video noch vergessen habe, ist zum Sagen, dass noch eine positive Sache, wenn es am großen Becken hängt, dass wir natürlich Abschäumer, UV-Anlage und die ganzen Sachen nicht überall zweimal brauchen, sondern eben alles vom gleichen System aus funktioniert. Und ich finde es einfach sowas von genial. Ich bin so froh, dass das Ganze geklappt hat. Und ich glaube, dass es dann zum Schluss richtig, richtig geil ausschauen wird und ein richtig geiles Projekt wird. Ich hoffe, ihr habt da genauso viel Spaß dran wie mir. Und dann würde ich sagen, viel Spaß bei den kommenden Bildern, denn jetzt geht's los.
Projekt ist überstanden. Es läuft, es funktioniert und das ist die Hauptsache. Was ich noch ganz wichtig euch sagen möchte, und zwar, wenn ihr sowas macht und das an euer jetziges Becken, an das Filtersystem anschließt, dann solltet ihr immer darauf schauen, dass, wenn Stromausfall ist und auch dieses Becken leer läuft, genug Platz vorhanden ist in eurem Becken, dass es dann nicht das Technikbecken übergeht. Und das ist eigentlich das Spannendste gewesen, aber es funktioniert wirklich einwandfrei. Es ist alles dicht, Gott sei Dank. Wir haben eine kleine Überschwemmung gehabt beim Testen, da ein Dichtring nicht ganz gepasst hat. Aber jetzt ist alles dicht, wir haben alles zusammengebaut. Ich habe da noch auf der Seite eine Blende hingebaut, dass man die ganze Verrohrung und das ganze Kabelmanagement nicht sieht von mir. Und ja, wir sind eigentlich schon am Ende, das heißt, es war eigentlich nur ein kleines Bastelvideo so nebenbei. Aber wenn ihr dazu Fragen habt oder irgendwas wissen wollt, wo wir jetzt vergessen haben, euch zu erzählen, oder ihr speziell irgendwas wissen wollt, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare, dann werden wir das auf jeden Fall euch beantworten. Wir finden es absolut geil, dass diese zwei Becken jetzt zusammenlaufen. Wir brauchen ein Becken testen, für ein Becken dosieren, die Wasserwerte sind immer gleich. Und das ist eigentlich ein kleiner Traum und eigentlich eine ziemlich geile Sache, wenn das daneben steht und das zusammenläuft. Wir feiern es einfach richtig. Wir sagen danke fürs Zuschauen. Wenn ihr wissen wollt, wie die ganzen Projekte bei unserem Meerwasser und so weitergehen, solltet ihr den Kanal abonnieren und liken, teilen nicht vergessen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.